Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Welcome Fighter X Edition. Ihr 93-Tobier, wir haben den Story-Modus fast mit allen Charakteren durch. Ich habe angefangen mit dem Daiken, dann kam Verena, die Catherine, der Timothy, der Richter. Den Dark hatte ich dann die Yoko im letzten Teil auch nur in einem Part. Einen Part habe ich gemacht und jetzt bleibt nur noch die Melanie übrig. Dann habe ich wirklich mit allen Charakteren den Story-Modus geschafft. Gut, es war eine große Pause zwischendrin. Anfang Oktober oder so hatte ich, glaube ich, angefangen. Und jetzt haben wir das neue Jahr. Gut, ich habe mir halt meine Zeit gelassen. Es waren ja auch immer Pausen zwischendrin. Aber dennoch, wenn ich es dann geschafft habe, ich werde so stolz sein. Okay, damit sollte der Fall klar sein. Aber ich werde das nochmal mit Aiden besprechen, wenn er zurück ist. Genau, erstmal hier. Das ist die passende Reaktion. Der taucht auf einmal jemand auf. Wer sind Sie? Verzeih mir, dass ich hier wie aus dem Nichts auftauche, Melanie. Bitte steck die Waffe weg. Ich bin kein Feind, sondern einer der Guten. Okay, mal ganz langsam, Freundchen. Wie bist du hier plötzlich reingekommen? Für ein ausführliches Gespräch haben wir jetzt leider keine Zeit. Eine gewaltige Macht fängt an, sich auszubreiten, und wir müssen es aufhalten. Ich will dich dabei haben, Melanie. Eine normale Polizistin, natürlich, sie kann mit übernatürlichen Kräften hier, gut, sie hatte mit dem im Anwesen zu tun. Sie kann mit übernatürlichen Wesen ja zurechtkommen. Meinst du? Gut, diesmal sind es keine Geister, also sie kann sie wirklich hier mit dem Kopfschuss hier erledigen. Eine gewaltige Macht und du willst ausgerechnet mich dabei haben? Auch, hast du mich jetzt gehört? Exakt. Ich bin Daiken, Wächter des Gleichgewichts, und ich will außergewöhnliche Kämpfer rekrutieren. Wenn wir diese Bedrohung nicht stoppen, wird sie die ganze Welt vernichten. Entweder sagst du die Wahrheit oder irgendwas war in meinem Kaffee. Da war nichts in deinem Kaffee. Ich weiß es, ich habe ihn eingeschränkt, ich habe ihn gebrüht heute früh. Du kannst mir glauben, Melanie. Okay, Daiken, wo auch immer du meinen Namen kennst, ich glaube dir mal. Besten Dank für deine Zusage. Wir müssen jetzt auch sofort aufbrechen. Du willst mich dabei haben, eine gewaltige Bedrohung aufzuhalten? Na klar! Was ist hier nur passiert? Dieser Daiken meint es wirklich ernst. Wir müssen diese Bedrohung hier vernichten, bevor sie sich ausbreitet. Gut, was sind ihre Fähigkeiten? Ich vermute schon, das eine ist die Frostgranate, oder? Granate! Oder Granate? Gut, keine Frostgranate. Piu, piu, piu. Und das andere ist, glaube ich... Oh. Ach, Feuer. Ach, genau. Bei ihr war ja... Ach, bei ihr, ihr Gimmick war ja, dass sie verschiedene Waffen hat. Sie hat ja eine Shotgun. Und eine Shotgun und hat auch den Feuerschuss. Piu, piu, piu. Oh, die kann Schaden austeilen. Oder die hat die Handfeuerwaffe und macht dann halt hier einen Flächenschaden. Granate! Granate! Wisch ich in dich! Ein Geschenk für euch! Achso, da hinten ist noch einer. Piu, piu! Probier's doch! Hahaha! Genau, das war ja die Waffe. Also, wie gesagt, entweder Feuer, also Handfeuerwaffe, geht halt schnell und dann Granate. Oder. Das macht, ist, schießt langsamer, ist aber wahrscheinlich macht mehr Schaden und Feuerschuss. Piu. Alles klar, also nichts mit Frostgranate. Das war, glaube ich. Oder das könnte auch sein, dass es irgendwo. Ach, da kann ich ja mehr. Da kann ich ja durchschießen. Granate. Also mit durchschießen meine ich, ich kann mehrere auf einmal treffen, wenn sie hintereinander stehen. Piu, 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 piu. Okay, da oben nehme ich dann lieber den Feuerschuss. Ich hoffe, das überlebe ich noch. Gut, da kann ich auch mehr treffen. Und ich kann sie zurückschleudern. Das ist gut. Feuerschuss. Piu. Nochmal. Piu. Ja, gut, keine Frostgranate, aber dennoch mit ihrem Schadensausput. Damage Output, how you would say it in the English. In the English matter. Hm? Da sollte es auch gut zurechtkommen.
So, da sich die Elizabeth ja viel bewegt, nehme ich lieber mal den Feuershot. Den Feuershot mit der Pumpgun hier. Servus. Moment. Kennen die sich? Moment. Ja, sie ist aus Haunted Horror. Hatten die sich schon mal getroffen? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich weiß, dass die Janine und die Josie, also die Freunde vom Raphael und vom Jason, dass die sie angetroffen haben. Hat der Aiden die mal getroffen? Und die Melanie? Ich kann mich nicht erinnern, dass das der Fall war, aber trotzdem, sie kennt sie anscheinend. Was zum Elizabeth? Stehst du etwa auf der Seite dieser Bedrohung? Oh! Doch mal einen anderen Text! Doch mal ein anderer Text! Da sie halt mit einer Person interagiert, die sie kennt. Du hättest nicht herkommen sollen. Diese Macht wird jeden Widerstand verschlingen. Tut mir leid. Aber ich werde garantiert nicht tatenlos zusehen, wie es alles zerstören wird. Hä? Hast mich gehört, hä? Als ich sagte, immer sagt sie nur das Gleiche. Ei, ei, ei. Piu! Hä, hä? Na komm doch. Komm doch her. Autsch. Kann ich durchschießen durch Autos? Ja, kann ich. Okay, ich war hinüber. Gut, ich kann durch Autos schießen. Das kann ich nutzen, weil ich glaube, sie hat eine hohe Reichweite. Okay, die Shotgun hat keine große Reichweite. Okay, aber die Handfeuerwaffe. Piu, 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 piu. Hä? Das ist gut zu wissen. Ja, es hat eine hohe Reichweite, nicht unendlich, aber es hat eine hohe Reichweite. Hehe. Die Shotgun dagegen, kurze Reichweite, macht aber mehr Schaden. Alles klar. Hehe. Autsch. Okay, ausweichen. Hey, hey, hey. Autsch, natürlich erreich mich ihre Oreos. Ja, also hat ne, wirklich, also da bringt, glaube ich, die Pumpgun eher was bei großen Bosskämpfen, also von der Reichweite her. Piu, 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 piu. Hä, hä? Piu, piu. Autsch. Eieieiei, hau ab. Hau ab. Nein. Uiuiui. Na komm doch her auf meine Ebene. Autsch. Komm schon, das kriege ich hin. Spinnengetier, hau ab. Jawohl, danke schön. Du wolltest es ja so, Elizabeth. Mhm. Na, ich glaube nicht, dass ich das in einem Part schaffe. Zwei mindestens, auf böser Seite. Da nehme ich, glaube ich, wirklich auch lieber mehr die Granate. Get ready to rumble! Pew. Abstand halten, Abstand, Abstand! Hey, hey, hörst du wohl auf hier? Abstand, Abstand, Abstand. Okay. Autsch. Bitte, bitte. Na, die halten viel aus. Ist irgendwie ein passender Kampf, oder? Hier eine Polizistin gegen hier eine Art Terroristen. Wenn ihr mich fragt. Piu. Schon wieder hier Frauenrunde. Wollt ihr Bein euch mir in den Weg stellen? Oder was wird das? Sieht so aus, Kleine.
Wir haben uns für die bessere Seite entschieden. Entweder kehrst du jetzt um, oder wir müssen dich fertig machen. Das könnte euch so passen, aber daraus wird nichts. Oh je. So, gleiches Spiel. Granate, abhauen. Granate, abhauen. Wieso schmeißt du sie nicht? Wieso schmeißt du die Granate nicht? Bitteschön, ouch. Hey. Granate. Autsch, Granate. Uhuhui. Ja, die hat schon einen kleinen Vor- und Nachteil. Ja, sie kann aus der Ferne angreifen. Oh, ich dachte schon, die Stella wäre schon nicht mehr. Das wäre zu schön gewesen. Zack. Aber sie hat auch nicht so eine Reichweite, was die Breite angeht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Granate. Ein paar Schüsse reingekriegt. Sehr schön, sehr schön. Granate. Autsch. Und die kann auch durch Gegner schießen. Stimmt ja. Granate. Ah. Hätte sie ein bisschen später geschlagen, hätte ich dem noch ausweichen können. Granate. Okay, ihr habt eure Angriffe gezündet, dann laufe ich mal an euch vorbei. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufe ich davon. Eigentlich müsste ihr Magazin schon leer sein, oder? Autsch. Granate. Und nochmal Granate. Autsch, autsch, autsch. Ja, 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 ihr habt ihr Schwerter. Ich habe eine vollautomatische Handwaffe. Hamna, Hamna, Hamna. Granate, ein Abschiedsgeschenk für euch. Okay, die Obscura ist schon nicht mehr. Yikes. Ja, der kratzt mir doch die Augen aus. Da muss ich deine Visage nicht mehr sehen. Bist du sexy anzusehen. Ja, aber ich war ja schon eine Falle. Würde das eigentlich auch bei Frauen funktionieren? Ja? Vielleicht bei Lesben? Vielleicht. Hey, die zwei waren nicht ohne. Weiter geht's. Es ist noch lange nicht vorbei. Noch lange nicht. Ich habe aber noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Für den Hinterhalt. Natürlich. So. Na komm doch her. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Granate. Okay. Abstand. Bam. Bam. Da kann ich auch mal ein bisschen neben dran stehen. Hinterm Haus, wenn man es nicht sieht, ist kein Mord. Ist nix, hat nichts stattgefunden. Könnte mir gar nichts haben. Das war Selbstwehr. Ja, die kamen direkt auf mich zu. Granate. Nochmal Granate. Komm doch, probier's. Genau, und jetzt du, komm. Ich hier eine Schießwürdige, da traue ich mich doch nicht rein. Nö. Bam, 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 bam. Hey, was du kannst, kann ich schon lange. Granate. Ja, super. Hat er mich sogar noch dran gekriegt mit dem Schlagstock. Einmal heilen. Dankeschön. So. Nee, ich muss schon sagen, es ist wirklich cool, dass jeder Charakter halt so seine Art und Weise hat. Zum Beispiel, sie hat zwei verschiedene Waffen, zwei verschiedene Primärwaffen. Dafür, was hat der Richter? Der Richter hat im Grunde zwei Angriffe in einem mit seinem Peitschenhieb und dem Kreuz, was er ausschlägt. Die Yoko kann Feinde einfrieren und kann sich selber heilen. Da haben welche zum Beispiel einen Schild, mit dem sie auch... Also jeder Charakter hat was Eigenes. Granate? Autsch. Bin fast tot. Hallo? Schön, dass es gerade laut wurde. Bitte, was? Die Explosion war schon vorbei. Wieso? Wie bin ich da noch? Von was wurde ich da bitte erwischt? Hä? Der DJ-Betrug. Noch eine Granate. Noch eine Granate.
eine Granate und vorbei war es mit dem Granaten zu werfen. Haben wir Weihnachten oder haben wir Ostern? Hier, bitte schön, ein Geschenk für euch. Bam, bam, bam. Ja, bleibt so stehen. Da könnt ihr mir gar nichts hier. Danke. Dankeschön. Thank you very much. Ja, dann nehme ich mir den Fireshot. Dann kann ich den nämlich hier hintereinander erwischen. Los, komm her. Pam. Was ist das für eine Waffe, dass hier so einen Feuerschuss hat, hä? Granate. Autsch. Bam, bam, bam. Jetzt die Frage, kann ich wieder zurück? Ich kann zurück. Und kann mir sogar die Heilung noch holen. Hahaha. Sind jetzt die Feinde wieder da oder sind die schon ausgelöscht? Nein, sind nicht ausgelöscht. Hm. Das finde ich ja schick. Das finde ich schick, dass man da einfach zurückgehen kann. Weil wenn man die eine Heilung nicht gebraucht hat, bam, 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 dann kann man die sich aufheben. Granate. Dankeschön. Und weiter geht's. Ja. Diese Internetbilder und so weiter, hast du die eigentlich aus dem Internet gezogen oder hier aus privatem Anbau? Das klingt irgendwie komisch. Privater Anbau. Granate. Jawohl. Schwingt die Hüften. Bevor sie auf den Grill kommen. Ja, würden wahrscheinlich die Kannibalen sagen. Nicht, dass ich einer bin, nicht, dass ich das irgendwie wüsste. Ich könnte es mir aber gut vorstellen. Ich sag, glaube ich, wirklich viel, wenn der Tag lang ist. Und der Tag hat 24 Stunden, davon bin ich ungefähr wie viel wach? Lass mich gerade mal rechnen. Wenn ich ungefähr da aufstehe und dann bleibe ich länger wach. Schon 16 Stunden, da kann ich auch so viel sagen. War ja klar, es ist dunkel geworden und schon taucht Graf Dracula auf. Du gefällst mir. Ich werde dich zu einem meiner Geschöpfe machen. Spinnst du? Ich werde ganz bestimmt nicht zu einem Vampir werden. Ah, ah, ah. Das werden wir noch so sehen hier. Granate. Hä? Feuer mit Feuer bekämpfen. Granate. Granate. Ausweichen. Granate. Das war gut. Granate. Autsch. Granate. Schon mal eine Granate probiert? Danke. Granate. Ups. Ausweichen. Granate. Ups. Genau, lauf einfach rein. So soll's sein. Haha. Granate. Nein. Komm, das krieg ich doch hin beim ersten Versuch. Granate. Hilfe. Na, lass mich. Lässt du mich wohl vorbei, du Scheusal von einem Graf? Zähl doch deine Fledermäuse in deiner Dunkelkammer. Ausweichen. Hehe. Granate. Ja, ist gut. Ich weiß, du hast viel Feuerkraft. Hä? Das war knapp. Feuerball. Ich weich schon aus, denn da kommen gleich die Fledermäuschen geflogen. Ah. Ich habe eine Reichweite. Nutze es aus. Ausweichen. Hehe. Ja, ist klar, natürlich, du kannst ja auch Sachen hier zurückschicken. Autsch. Und ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ist klar. Bada bim, bada bum, bada bam, man. Ich hatte nicht mal Silberkugeln, wo mal, nee, das wäre beim Werwolf gewesen. Die waren nicht mal eingefettet mit Knoblauchfett. Trotzdem haben sie geholfen. Dracula ist besiegt. Das muss ich unbedingt Aiden erzählen, sobald alles überstanden ist. Ja, tut mir leid, deine Erinnerung wird leider gelöscht werden, wenn es soweit ist. So, mache ich jetzt noch weiter. Das große Finale.
Ich weiß ja nicht, wie lange ich brauche, aber pff, wisst ihr was, wenn es der letzte Kampf ist, dann mach ich mal ein bisschen länger heute. Hä? Zumindest vielleicht einen Kampf noch. Eine Runde noch. Wobei der nächste Bosskampf, der könnte lange dauern. Der nächste Kampf könnte länger dauern. Pam, pam, pam die Gun, pam die Gun. Dankeschön. Ja, ich denke, das nächste und die nächsten beiden Bosskämpfe und Level, die hebe ich mir dann auf. Und Feuer frei! Bam! Kommt es mir so vor oder lädt der Angriff schneller auf als andere? Oder hatte ich gerade nur einfach mehr FPS zur Verfügung? Naja. Feuer gegen Feuer, Waffe gegen Waffe hier. Haha. Oh ja, das kann doch was werden hier. Bam! Hinfort! Abstand! Im Namen der Polizei! Ach, dabei kann ich mich ja noch bewegen. Piu, piu! Ah, super. Hast du mich doch noch erwischt. Ah, das hat mir sogar hier gespeichert. Feine Sache. Ja, da kann ich sogar von der Seite. Da kann ich hier wieder meine alte Manier nutzen. Ja, pim, pim. Und vorbei. Zack, zack. Oder doch nicht? Ja, doch. Genau, jetzt bist du dran. Also ich muss genau vor ihm stehen, damit ich ihn erwischen kann. Ich kann sogar 3 auf einmal erwischen. Alter Falter. Oh, Aiden. Es steht so viel auf dem Spiel. Wenn wir verlieren, kann es keiner mehr aufhalten. Ja, ich denke, jetzt ist ein guter Punkt, diesen Part zu enden, denn Chaos und Verrat und danach. Ich darf jetzt bloß keinen Fehler machen. Nicht, dass ich jetzt den Level wieder versuche, neu zu starten. Dass ich den nächsten Level mache und dann aus Versehen den falschen Charakter nehme, sonst muss ich ja alles wieder machen. Nee, das möchte ich nicht. 2 Level verbleiben. Beim Bosskampf werde ich wahrscheinlich wieder die Manier nutzen mit Granate und weglaufen. Beim finalen Bosskampf werde ich wahrscheinlich auch mit der Granate arbeiten. Das hat sich immer gut bewiesen. Hier, Granate! Und ja, meine Damen und Herren, das Finale steht bevor. Zumindest von diesem Story-Modus. Haben Sie alle Folgen gesehen? Sind Sie bereit für dieses grandiose Finale, das ich mit allen Charakteren alles durchgeschafft habe? Hätten Sie schneller geschafft, können Sie mir gerne beweisen. Aber erstmal sehen wir uns wieder, hoffentlich bei der Fortsetzung von Rail Games Fighter X Edition. Bis dahin, ihr 93 Turbo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.